$0.40. Der vierte Spielgewinn in Folge für Steffi Graf. Und zum Schluss kam zweimal der erste Aufschlag. Und Mirjana Lucic, relativ mutig, steht auch beim ersten Aufschlag im Feld. Der Return ist ja einer ihrer stärksten Schläge. Dennoch nach 0-2, jetzt 4-2 Führung für Steffi Graf. Ja. Steffi Graf spielt häufig mit den Linien, hat insgesamt ohnehin eine bessere Länge in ihrem Spiel und geht nun mit 5-2 in Führung. Eine absolut korrekte Entscheidung. Der Ball war auf der Linie und es gibt auch keine Reklamationen von Mirjana Lucic, die mit ihrer Rückhand nach wie vor gefährlich bleibt. Aber nur dann, wenn sie wirklich gut zum Ball steht, dann ist diese Rückhand sehr schwer zu lesen durch diese Variationen, entweder diagonal oder die Linie entlang gespielt. Und sie nimmt die Bälle sehr früh im Steigen, kann damit sehr viel Druck auf ihre Gegnerin ausüben. Aber das Spiel von Steffi Graf hat sich stabilisiert, die Fehlerquote ist gesunken und wenn jetzt auch der erste Aufschlag noch häufiger kommt, dann dürfte der Gewinn des ersten Satzes für Steffi Graf in diesem Finale von Straßburg nicht mehr allzu fern sein. Hier noch einmal die Reaktion von Lucic nach diesem erneuten Linienball von Steffi Graf. Und gerade so ein Vorhandball, den wir eben noch einmal in der Wiederholung gesehen haben, mit dem sie einen direkten Punkt erzielt, der ist gut für das Selbstbewusstsein von Steffi Graf. Denn gerade auf der Vorhandseite und beim Aufschlag, da gab es doch spielerische Unsicherheiten nach der langen Verletzung von über 100 Tagen.
Die Bestätigung von Anlass Herr Ulrich, der Ball war im Aus, also 30-15 Aufschlag, Steffi Graf. Satzball Steffi Graf. Die Aufschlagprobleme insgesamt sind geblieben. Dennoch gewinnt Steffi Graf den ersten Satz nach einem zwischenzeitlichen 0-2 Rückstand mit 6-2 nach einer Spielzeit von insgesamt 30 Minuten. Und sie hat im Verlauf dieses Finals die Begegnung immer besser in den Griff bekommen. Und vor allen Dingen ist die Fehlerquote bei Mirjana Lucic doch gestiegen. Vor allen Dingen dann, wenn sie in Bedrängnis gerät. Dann und wann blitzt das unzweifelhaft vorhandene Können des großen Talents Mirjana Lucic immer wieder auf. Aber noch eine Breakmöglichkeit für Steffi Graf. Dieser Rückhandball, die Linie entlang gespielt, der ist und bleibt gefährlich.
Und nach langer Zeit nun wieder einmal ein Spielgewinn für Mirjana Lucic, die ja nicht zu verlieren hat, die überraschend als Qualifikantin das Finale erreicht hat. Steffi Graf natürlich, das war auch vorher klar, längst noch nicht wieder in der Form, in der wir sie im vergangenen Jahr erlebt haben, als sie ja beispielsweise in Frankreich dieses begeisternde Finale gegen Arantxa Sánchez Vicario gewann. Das hängt natürlich mit der mangelnden Spielpraxis zusammen. Da fehlt es einfach noch an der Sicherheit in den Grundschlägen und ihre stärksten Schläge, nämlich Vorhand und Aufschlag, die kommen noch nicht so druckvoll und vor allen Dingen so kontinuierlich, wie man das über viele, viele Jahre bei Steffi Graf erleben konnte, die ja 102 Turniersiege auf ihrer Habenseite verbuchen kann. Und auch wenn sie jetzt mit 0:1 im zweiten Satz zurückliegt, es spricht nichts dagegen, dass ihr hier und heute in Straßburg der erste Turniersieg des Jahres 97 und der 103. insgesamt gelingt. Sehr schön gewartet von Mirjana Lucic. Keine Frage, ein glücklicher Punktgewinn für Steffi Graf, die sich gerade bei diesem Ballwechsel nicht gut bewegt hat, häufig nicht optimal zum Ball stand. Da wieder war Steffi Graf zu weit vom Ball entfernt. Avantage à l'erreur.
Immer dann, wenn der erste Aufschlag kommt, dann macht Steffi Graf im Wesentlichen auch sehr schnell den Punkt, wie zuletzt gesehen. Und sie macht die wichtigen, die entscheidenden Punkte. Das war im ersten Satz so bei allen Spielen, die über Einstand gingen. Ein einziges Spiel über Einstand wurde bisher von Mirjana Lucic gewonnen. Eins beide. Wieder einmal ein direkt mit der Vorhand erzielter Punktgewinn für Steffi Graf. Das erste 0-0-Spiel in diesem Finale. Ein 0-0 verlorenes Aufschlagspiel von Mirjana Lucic, die phasenweise nicht geduldig genug war, die zu schnell dann die Punkte erzielen wollte. Auf der anderen Seite bei dem Stoppball sehr schön zu erkennen, dass Steffi Graf keine Probleme hat bei der Vorwärtsbewegung. Mehr, so wie auch hier zu sehen, bei den seitlichen Bewegungen. Hier kommt diese Situation. Da spielt sie noch einmal ihre ganze Schnelligkeit, Routine und Erfahrung aus und macht den Punkt und geht jetzt also mit 2-1 im zweiten Satz in Führung. Nach wie vor behindert der Wind die Aktionen beider Finalistinnen, deutlich auch zu erkennen beim Aufschlag bei Steffi Graf. Die Brühlerin verfügt ja über einen sehr hohen Ballwurf und der ist natürlich sehr anfällig bei diesen Windverhältnissen hier heute im Sportzentrum im Norden von Straßburg. Knapp im Haus.
sehr lustig. Das zweite verlorene Aufschlagspiel von Steffi Graf und der erste Aufschlag, er kommt einfach nach wie vor zu selten. Gott! Optimaler kann man einen Stopp kaum spielen und platzieren. Deuxième service. Je vous ai le chic. Vermeidbare Fehler von Steffi Graf auf der Vorhandseite. Auf der anderen Seite hat sich Mirjana Lucic nicht entmutigen lassen durch die 6 in Folge verlorenen Spiele im ersten Satz. Nach der 2-0-Führung dann das 6-2 für Steffi Graf. Nun erneute Führung für die junge Kroatin, die im Wesentlichen, wie zu erwarten war, von der Grundlinie spielt. Aber man arbeitet daran, ihr Spiel weiter zu vervollkommnen und vor allen Dingen auch das Netzspiel mehr in das Repertoire mit aufzunehmen. Das dauert natürlich alles seine Zeit. Sie ist ja erst vor einigen Wochen 15 Jahre alt geworden. Mirjana Lucic, eine von 5 Kindern von Vater Lucic, der wie gesagt in Dortmund einige Jahre tätig war. Und dort kam ja Mirjana Lucic auch zur Welt. Defizite nach wie vor, auch das war nicht anders zu erwarten, im Spiel von Steffi Graf. Es fehlt einfach die durchgehende Konstanz. Sie spielt für ihre Verhältnisse mit einer relativ hohen Fehlerquote. Aber das alles hat seine Ursache in der fehlenden Spielpraxis. Und da soll diese Woche Straßburg ja mit Abhilfe schaffen, bis es dann weitergeht zur möglichen Titelverteidigung in Roland Garros, wo ja Paolo Suarez aus Argentinien die erste Gegnerin für Steffi Graf beim zweiten Grand Slam Turnier des Jahres sein wird. 15-0.
Mensa, 15. Merci.